Da sage ich, achso, Prost. Schöne Ostern. Prost heißt das. Prost. Da sage ich letzte Woche zum Bürgermeister, ich sage, du, am Ostermontag machen wir keine Sendung. Ist nämlich Ostermontag, ist Feiertag. Und da hat er gesagt, wieso? Ich sage, naja, ist Familientag. Da sagt er, spinnst du? Ihr macht eine Sendung. Und er hat gesagt, wenn der Bürgermeister das anordnet als Instanz, können wir da nicht, ne, müssen wir. Ich finde, du musst schon ein bisschen regimekritisch sein. Ein bisschen Opposition gegenüber dem Bürgermeister müssen wir schon machen. Du meinst, ich hätte Nein sagen sollen, bis er Geld rausholt? Nein sagen und machen trotzdem. Bis er es bezahlt. Hallo Borkheide, hallo Welt, hallo lieber Bürgermeister. Willkommen. Willkommen. Ostermontag. Ostermontag. Hier der Lutze. Ja, ich übrigens und Matze. Ich. Matze eben, genau. Wir sitzen hier. Nein, wir haben noch nicht so viel getrunken, nur ein bisschen. Aber wir haben gedacht, wir müssen schon Ostermontag, müssen wir mal zusammen was trinken. Und dabei haben wir festgestellt, dass es für die neu hinzugekommenen Menschen so ist, dass die gar nicht mehr wissen, was eigentlich mein Osterfeuer war, Matze. Das war warm vor allem. Ja. Warm, im Gegensatz zu heute. Ja, konnte man kuscheln und trinken. Ja, früher, also viel früher, vor vielen, vielen Jahren. Im Jahr null vor Corona. Anno 2018. Im Jahr 1 vor Corona gab es das letzte. Anno 2018 gab es das letzte Osterfeuer, weil 19 war das durch die Wärme nicht erlaubt. Da gab es aber eine geile Party. 2 vor Corona, das letzte Feuer. Und das war hier bei unserer tollen Freiwilligen Feuerwehr. Die Jungs und Mädels haben da immer gute Sachen organisiert. Wir haben die Finger auch mit drin gehabt. Und das ist uns jetzt schon seit 2 Jahren nicht mehr gegönnt. Die letztes Jahr nicht, dieses Jahr nicht. Davor 19. Was, hast du Hunger? Mein Magen hat geknurrt. Naja, siehst du, war zu essen. Bratwurst und Zapfbier und so ein Zeug. Ja, tut uns auch leid, aber trotzdem noch mal ein paar schöne Ostergrüße an unsere Freiwillige Feuerwehr, die auch gestern wieder ausrücken mussten. Und vorgestern. Ja, auch zu den Feiertagen. Wir finden es cool und hoffen, dass wir irgendwann mal den neu hinzugekommenen zeigen können. Warte. Du kannst nicht sagen, wir finden es cool, dass die ausrücken. Das wird schlecht, dass die ausrücken müssen. Aber ich finde es cool, dass sie da sind. Ja. Du darfst es nicht, das geht ganz schief. Im Internet haben die sofort, drehen das rum und gegen. Ach so, ja, stimmt. Da kriegen wir einen Shitstorm. Ein Shitstorm. Weißt du, was es ist? Ein Shitstorm. Shitstorm ist ein Scheißsturm. Das ist gerade das, was draußen abging. Ja, genau. Das kommt aber weiß runter zum Glück. Und dann hier nochmal übrigens, liebe Feuerwehr, das nächste Mal möchten wir, dass das Osterfeuer so abgeht. Ja, habt ihr euch angeguckt, ne? Also kriegt ihr ja wohl hin. Ja, das kein Problem. Nennt man, glaube ich, Brandbeschleuniger. So, Gruß der Woche heute. Haben wir den? Klar, ja. An das Hoppelhäschen mit dem Schnuffelnäschen. Wie sieht der aus? Na da, hier, guck mal, da kannst du noch mal einblenden hier. Der. Ach nee, das ist ja gar kein... Nee, das ist kein Osterhase, das ist ein Osterküken. Der kommt nachher. Osterküken, ja, das ist der Osterküken. Ja. Jo. Vielen Dank auch für unsere weiteren... Gruß, guck mal hier. Ja. Ist angekommen hier, Daniel, hier. Lutz und Matze, nachträglich zu euren 5-Jährigen, Borkheide News TV, alles Gute. Hier, wir machen mal, das ist eine Vorlage, ja. Ist eine Vorlage. Falls jemand noch meint, was uns Vielen fehlt. Dank, Edda, für die Dankeschön. Grüße und Dank auch an Mike Zimmermann, der uns eine Unterstützung hat zukommen lassen. Wir sagen mal, mindestens eine Kiste Schwarzbier hat zukommen lassen und noch ein Osterei dazu. Hast du es umgerechnet? Naja, komm. Ja, vielen Dank, Mike. Dir warte schöne mal, warte Ostern mal, noch. Warte mal, im Netto gab es Angebot, also 2 Kisten Schwarzbier und einen Osterhasen, großen dazu, riesengroßen. Dankeschön, auf jeden Fall. Ganz tollen Dank. Und dann haben wir noch was in eigener Sache. Matze ist übel, hat er gesagt. Er hat ja Magen. Nein, ihr sollt uns nicht übel nehmen, wenn wir euch nicht mehr draußen auf der Straße erkennen, weil wir manche Leute seit über einem Jahr nicht mehr gesehen haben. Echt? Ja. Und dann alle mit Maske verschleiert? Und alle verschleiert mit Maske. Weil das ist nämlich ganz einfach. Ihr seht uns jede Woche ohne Maske so. Und wenn... Geht das schon wieder los da draußen? Und wenn wir draußen rumrennen... und also manchmal ist es echt komisch. Und dann hast du mal die Brille nicht? Wer sind Sie denn?
Na, mir passiert es auch, die kommen ja hier rein, die hupen dann und winken mal und dann habe ich immer das Problem, dass ich die hinter den Scheiben nicht erkenne, weil das Licht von oben, die kommen ja wie so ein Schlauch, hier rechts und links Bäume und von oben nicht und das geht so auf die Scheiben. Du erkennst nicht, wer dahinter ist und die kennen die Autos nicht. Und die winken und so und ich sage, oh, ich frage meine Frau, wer war denn das? Weiß ich doch nicht. Ach, ich habe gewunken. Du musst einen Stein hinterher werfen, dann macht's Klöng und dann bleiben sie auch stehen. Die hauen die mich aber. So schnell kann ich dann noch nicht rennen. Ich habe ja trainiert, aber... Dann schreibst du auf den Stein drauf, ein netter Gruß. Ja, so. Und dann haben wir natürlich noch einen Gruß, und zwar an das nicht geöffnete Fliegerheim. Wo man immerhin auch das Ostermenü sich hätte abholen können. Hätte man machen können, genau. Und wir gratulieren dem Fliegerheim zum 30-jährigen Jubiläum seit dem Neustart der Familie Rühle-Mösentin. Ganz tolles Kino, aber auch wenn es jetzt seit Monaten schon wieder zu ist. Aber nicht wegen keine Lust oder so. Blödes Thema. Ja, müssen wir ein bisschen weglassen, kommen wir später nochmal dazu. So, dann haben wir natürlich unser erstes April-Video gemacht, habt ihr alle gesehen. Und da haben wir uns leider ein bisschen vertan, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube auch. Haben wir uns vertan? Hm. Naja, jedenfalls... Wald, mit Wald hat es was zu tun? Mit Wald hat es was, mit Waldumbau, der wird tatsächlich umgebaut. Aber ich glaube, das mit dem Flugplatz, das wird noch nicht, wird, glaube ich, um 5 Jahre verschoben. Statt oder so. Flach geht es doch mehr in die Höhe. Ja. Und dazu haben wir Informationen. Wir waren bei dem Start des Waldumbaus dabei und haben uns auch die 3 Leute geholt, die da was zu sagen hatten. Und was die gesagt haben, seht ihr hier. Hallo, liebe Borkheiderinnen und Borkheider, wir befinden uns hier in einem Waldstück der Gemeinde. Borkheider hat ja nicht nur Häuser und Plätze und dergleichen mehr, sondern auch eigene Waldgebiete. Wir haben hier als Gäste mitten im Wald diesmal unseren Ortsbürgermeister Andreas Kreibig, den Michael Lenz, zuständig für Wald im Amt Rück, und Gemeindevertreter Marcel Mika. Und weshalb wir hier im Wald sind, möchten uns doch die vorstehenden Leute gern selbst erklären. Andreas, was machen wir hier? Wir stehen hier im eigentlichen Waldgebiet, sprich Kiefernwald. Und die Gemeinde hat schon in 2017 sich da Gedanken darüber gemacht, den Wald umzubauen, also im Mischwald. Damals gab es ein Förderprogramm, das wurde aber gestoppt, neu erarbeitet. Und deswegen hat es noch mal ein bisschen gedauert bis heute oder bis in dieses Jahr, um hier anfangen zu können, den Wald halt in Mischwald umzubauen. Ja, und die 70%ige Förderung stimmt übrigens für diese Maßnahme. Und Herr Lenz blieb da auch die ganze Zeit dran. Es ist wichtig, dass jemand da dran geblieben ist, dass das Projekt dann auch hier umgesetzt werden kann. Ja. Erstmal in dem Stück. Und wir haben ja auch noch andere Stücken, die dann auch mal sukzessive umgebaut werden sollen, können, je nachdem, wie die finanzielle Lage ist. Und im Privatbereich wird es ja eh gemacht. Ja. Dann schauen wir mal. Ja, gut, Waldumbau heißt, hier sind Eichen gepflanzt worden, wie ich mich schon informieren konnte. Und die Idee zu dem Waldumbau kam von dir, Marcel? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich kam es von der Gemeinde. Ja, die kam schon aus 2017. Aus 2017, also... was natürlich ist, wir haben im letzten Jahr unseren Masterplan Klimaschutz beschlossen und da ist es auch ein wichtiger Baustein von dieser Sache. Ja. Okay, und der Herr Michael Lenz, der ist ja vom Amt Rück zuständig für den Wald und ich denke, da ist es auf fruchtbaren Boden gefallen. Ihr fandet die Idee sicherlich so gut, dass ihr unterstützt habt mit Förderanträgen oder dergleichen mehr? Genau, also es ging los mit der Haushaltsplanung, wo wir der Gemeinde vorgeschlagen haben, entsprechende Mittel für die Haushaltsplanung einzuplanen. Ja. Immer mit dem Hintergrund, wenn es dann Fördermittel dafür gibt, die dann auch einzuwerben. Die Gemeinde hat gesagt, okay, wenn es dann Fördermittel dafür gibt, dann sind wir dafür, machen das auch. Und nachdem der Fördermittelbescheid letztes Jahr im Oktober dann vorlag, wurde die Maßnahme ausgeschrieben, entsprechend der Vergaberichtlinien. Und im Januar fand dann hier an der Stelle die Pflanzung statt. Ja. Ist Borkheide jetzt Vorreiter von Seiten der öffentlichen Hand jetzt oder Gemeinde? Kann man so jetzt nicht sagen, aber auch nicht die letzten, die jetzt, sagen wir mal, erkannt haben, dass der Umbau zu klimastabilen ökologischen Wäldern sich auf die Fahnen zu schreiben ist. Jetzt ist natürlich noch nicht allzu viel zu sehen hier von den Bäumen, die stehen ja noch nicht so lange und der Frühling fängt ja jetzt erst an. Dass das funktioniert, habt ihr Vertrauen? Da haben wir nicht nur Vertrauen, sondern wenn man jetzt
hier 100 Meter weiter in die andere Richtung schaut, da kann man sich das angucken, wie der Bundesforstbetrieb Westbrandenburg da schon praktiziert hat und wie die Eichen, wenn sie dann hier anwachsen, wenn entsprechend Regen von oben kommt, wie es dann in 10, 15 Jahren aussehen könnte an der Stelle. Ja, sehr schön. Ist das für andere Gemeindeflächen auch noch gedacht? Ja. Auch noch? Ja. Okay, so viel erstmal kurz dazu. Wir werden weiter beobachten, ob die Pflänzchen hier ordentlich anwachsen und schauen mal, was später aus den Kiefernwäldern geworden ist. Vielen Dank für euer Statement und allen eine schöne Woche. Ja, es war voll. Ach, so war das gemeint. Genau. Mhm. Ja, hast du die gesehen, die Eichen, die da gebaut werden? Wie heißen die nochmal? Traubeneiche. Trauben, wachsen da Trauben dran? Weintrauben oder so? Kann man da Wein machen? Na, wir gucken mal in 10 Jahren. Ja. Ja, aber ja gut, wenn es ein bisschen... Traubeneichenwein? Bunter, Traubeneichenwein. Ich weiß gar nicht, ob das geht, Traubeneichen. Aber okay. Ja, super. Wir gucken uns das an, auch wie die Weiterentwicklung dort stattfindet. Vielleicht können wir ja in 30 Jahren oder in 40 oder in 50 Jahren... Lebst du da noch? Ja, ne? Ja, dann nochmal einen Film machen. Da gehe ich gerade in Rente. Na? Jo, dann haben wir noch eine Information. Alle schließen und jetzt gibt es welche, die neu aufmachen. Ja, und die dürfen ja auch weitermachen jetzt. Die dürfen jetzt? Ja, nämlich Friseure. Friseure? Also, ja, hast du, sollen wir mal? Ich kann auch bei dir mal zeigen, wie sowas funktioniert. Nein, Finger weg. Nein, nein, nein. Einmal kurz Schnipp und Schnapp. Nein. Also, die Alina Holtmann öffnet am Dienstag nach Ostern, also morgen genau genommen, ihren Salon in der Hauptstraße. Und zwar um 10.30 Uhr hat sie ihren ersten Kunden. Müssen wir jetzt mit Termin machen. Bis 15 Jahre lang hat sie am Carnina Weg den Leuten die Köpfe kahl geschoren. Und jetzt ist es da, wo die Bäckerei ist, Schmidt, ja. Bäckerei Schmidt, genau daneben, wo früher mal der Fleischer war, wer sich noch erinnern kann. Und sie hat, ich habe gesehen, auch am Ostersonntag da wurde dann noch fleißig gewirkelt da. Und mit vielen fleißigen Helfern. Genau, mit vielen fleißigen Helfern. Denen sie an dieser Stelle auch danken möchte. Das Ding jetzt zur Eröffnungsreife gebracht und ab Dienstag, also ab morgen geht's da los. Wenn ihr das Video morgen seht, dann ist es natürlich heute. Wir wünschen ihr viel Glück, dass sie immer viele Haare hat, die abfallen. Bei dir sieht schlecht aus. Und jeder tut, was er kann. Und bei mir geht's auch nicht mehr, weil wenn die einmal mit der Schere dran war, wächst das nicht mehr nach. Nee, ne? Dann ist vorbei. Dann ist vorbei. Der Automatismus des Haarewachsens. Ich hab ja noch ein paar, aber so viel sind es dann auch nicht mehr. Jo, dann gibt's noch eine Information und die kommt diesmal direkt vom Bürgermeister und vom Amt Brück. Und zwar, wer wird jetzt ein gratis Corona-Test gemacht? Ja. Gibt's jetzt und zwar auch im Amt Brück. Und zwar, jetzt müssen wir mal ein bisschen lesen, wir haben hier im viel Amtsbereich Text. Amtsbereich Brück, genau. Also endlich werden im Amt Brück die von der Bundesregierung versprochenen Gratis-Bürgertests verfügbar sein. Nicht vom eigentlich zuständigen Land, ja warum wohl nicht, sondern vom Hilfsnetzwerk der Gemeinden im Amt Brück organisiert. Die Bürgermeister von Brockheide und Brück, Herr Kreibisch und Herr Schimanowski und Herr Notzke von der Kirchengemeinde Goldzow, alle auch aktiv im Hilfsnetzwerk der Gemeinden des Amtes Brück, haben in Zusammenarbeit mit dem DRK die Testungen ausgearbeitet. Stattfinden werden sie in den Gemeindehäusern von Borkheide-Goldzow sowie im Sitzungssaal in Brück. Durchgeführt werden die Testungen von qualifizierten Mitarbeitern der DRK mit Unterstützung ehrenamtlicher Helfer, die entsprechend geschult wurden. Und los geht es nach Ostern, und zwar in Borkheide am 9.4. von 9 bis 13 Uhr. Da ist der Herr Dortschok vom DRK verantwortlich für. Es gibt übrigens keine Terminvergabe. Die Testungen sind kostenfrei. Und man möchte bitte eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung oder FFP2-Maske dabei haben und einen Ausweis. Nach dem Abstrich bekommen Sie Ihr Ergebnis nach einer Bearbeitungszeit von circa 15 Minuten ausgehändigt. Weitere Fragen können vor Ort besprochen werden. Genau, und auf der Amtsseite brückamt-brück.de findet ihr auch die Informationen für die benachbarten Ortschaften und auch sonstige Informationen über den Stand zu diesem Virusproblem etc. und allen Möglichkeiten am Ort und der Umgebung. Jo. Na, und Social-Media-Kanäle sind wir auch, ne? Wir sind auch Social-Media-Kanäle. Ja. Soziale Netzwerke? Mhm. Na, wenn man manchmal liest, es gibt überall schon asoziale Netzwerke, wenn man da so rumliest. Aber egal. Ich fühle mich da gar nicht wir, heute. Es ist Ostern. Wir bleiben. Ostern. Ja, es ist Ostern. Prost. Wir bleiben sozial. Ostern. Prost. Prost. Ostern. Aber fast vergessen. Langsam was trinken. Was denn mit dem Osterwetter? Ist vorbei. Ostern ist fast vorbei. Wozu brauchen wir noch Wetter? Wieso hat nicht geschneit heute? Habe ich doch letzte Woche schon gesagt. Wenn die Bundesregierung sagt, Ostern darf keiner raus, machen sie halt schlechtes Wetter. Zack, und dann wurde das bestimmt, befohlen und durchgezogen.
Vorsichtig, was du sagst. Nicht, dass YouTube uns den Kanal sperrt wegen falsch. Wenn sie sonst, schon nicht können, wisst ihr, dann machen sie wenigstens mieses Wetter. Das können sie gut. Ja, Matze, los, erzähl. Das müssen wir nochmal sagen. Nicht glauben. Wissen ist Macht. Glauben ist nicht Wissen. Also ich glaube ja ans Wetter. Und dass wir auch morgen noch eins haben. Aber kein Regen mehr. Ich weiß es aber nicht. Ja, es könnte noch mal ganz hohe Luftfeuchte, wenig Sonnenschein. Die Temperaturen steigen wieder langsam an. Das ist schön. Ja. Und auch diese Nachttemperaturen um die 0 Grad, nicht schön. Die verlassen uns aber erst am Donnerstag. Und Richtung Freitag könnte es durchaus wieder mal um die 13, 14 Grad eine kleine Spitze geben mit ein bisschen mehr Sonnenschein. Wie sich's dann einpegelt, werden wir sehen. Aber es ist willkommen im April. Wir haben Aprilwetter. Ja, aber mit 0 Grad, wie kommst du auf 0 Grad? Waren minus 3,3 Grad bei mir heute Morgen. Wirklich? Ja. Frost, richtig Frost, kalt. Ja. Ja. Und? Hier hast, ist du Heizung kalt, hast du Heizung angehabt? Nee, hast du die gefroren? Nee, ich habe meine Frau im Bett gehabt. Na, immerhin. Ja, war warm. Hm? Okay. Und Wochenende wird sonniger als heute. Ja, schön. Endlich wieder Sonne. Aber heute hatten wir auch nochmal eine schöne Mischmasch aus Sonne, Regen, Graupelschauer. Fällt mir auf, eigentlich ist es doch typisches Aprilwetter. Ja. Rinnende Kartoffeln raus aus der Kartoffel. Ja. Quark mit Leinöl. Worauf willst du hinaus? Nur so, dass es nicht ungewöhnlich ist. Ach so. Ja, und was natürlich auch vor 2 Tagen noch akut war, wir hatten schon Waldbrandstufe 3. Genau. Und heute natürlich nicht mehr. Es kann aber wiederkommen. Mhm. Und wenn es hier mal 5 Tage wieder nicht regnet, das sind die gleichen, können wir nicht die Sendung vom letzten Jahr wiederholen? Oder wir schneiden uns das einfach raus und sagen, Achtung, Waldbrandgefahr ist erhöht. Wie heißt das? Waldbrandgefahrenstufe? Ja, hast du brav gemacht, Lütze. Sehr gut. Hast du aufgepasst? Wir müssen aufpassen, weil... Ja, wir passen auf. Wir lernen auch dazu. Immer wieder. Ja? Merkt man zwar nicht, aber ist egal. Genau, passt auf. Einige Osterfeuer habe ich auch gesehen, die letzten Tage. Ja, man kann ja auch mal so altes, abgetrocknetes Holz ruhig mal zur Wärmegewinnung. Vielleicht war es Selbstentzündung gewesen. Spontane. Selbstentzündung. Spontane Selbstentzündung. Mhm. Drei Hölzer übereinander. Da entsteht so ein Druck, so ein Heißer. Da wissen die gar nicht, was die machen sollen. Und puh. Es wird komisch gerade, merkst du es? Wir schweifen. Nein, das ist alles okay. Park so. Ab. Hat mal wieder Spaß gemacht, war unser Montagsvideo. Wir trinken jetzt noch in Ruhe 1, 2, 8, 12, 27 Bierchen. Und dann kümmern wir uns Bett. Morgens, musst du morgen arbeiten? Ich darf morgen. Du darfst morgen arbeiten? Ja. Deswegen ist heute auch zeitlich ins Bett gehen dran. Damit man ordentlich ausschlafen. Aber wir genießen jetzt noch so ein bisschen den Ostermontag. Freuen uns, dass wir euch noch mal so richtig auf den Senkel gehen konnten. Genießen gesagt? Genießen haben wir gesagt. Prost. Sagen wir noch mal Prost und Danke an die Spender. Schöne Ostern, Restostern. Ihr könnt es nicht verhindern, wir sind nächsten Montag wieder da. Und bis dahin, tschüss hier, und wie immer vor der Kamera. Matze und Lutze. Und tschüss. Ciao.